Liebe Freunde, liebe Familie, liebe Kinder, es gibt einen wunderbaren Vers in Johannes 13, Vers 20. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer aufnimmt, so ich jemand senden werde, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Ein interessantes Wort. Jemand kommt zu uns oder ruft an, darf ich bei dir kommen zu dir? Und er kommt. Und du denkst, es könnte doch jemand sein, den Jesus geschickt hat. Und dann ist es hier ein Gebot. Es ist wahrlich, wahrlich, sage ich euch, dass ich ihn aufnehmen bei mir muss. Gastfreundlich sein. Der sagt, es kann sein, wenn ich ihn geschickt habe, dann nehmt ihr auch selber den, der ihn geschickt hat. Jesus können wir aufnehmen, indem wir einen anderen Menschen aufnehmen. Gastfreundschaft. Es ist etwas Besonderes. Heute ist es so, man hat auch viele Hotels oder man kann irgendwo auch übernachten. Aber früher war es anders. Da kam man und hat gefragt, wo sind hier Gläubige? Und dann kam man, hat geklopft und darf man hier übernachten? Oder man war irgendwo in Dienstreise und man wollte mit Gläubigen zusammen sein. Ich habe das öfters auch probiert, war mal so in St. Petersburg. Habe ich Bekannte über Bekannte gefunden und dann bei dieser Familie übernachtet. Es war so ein Segen. Wir haben mit diesem Bruder, noch einen jungen Bruder, wir haben so viel miteinander gesprochen. Bis heute erinnere ich mich an Details in diesem Gespräch. Ja, so wird man auch nahe zueinander, wenn man sich traut, zu jemandem zu kommen. Aber es kann auch so sein, dass ich mir nicht mehr traue, bei einem Christen anzuklopfen, um bei ihm zu kommen. Hier ist es, man muss früher anrufen, man muss sagen, wir kommen zu zweit oder zu dritt. Ja, früher war es anders, da kam man einfach und war da. Und da gab es auch etwas zu essen und zu schlafen. Und es ist etwas Besonderes. Lesen wir, wie in Hebräer 13, 1 bis 2 heißt es. Bleibet fest in der brüderlichen Liebe. Gastfrei zu sein, vergesset nicht. Denn dadurch haben etliche, ohne ihr Wissen, Engel beherbergt. Ja, brüderliche Liebe soll man nicht vergessen. Hier geht es auch, Schwester sollen Schwester lieben oder Geschwister sollen einander lieben in der Gemeinde. Vergesst es nicht. Von Anfang, wenn man sich bekehrt, das sind alle so lieb, man will mit jedem wirklich auch umarmen und so. Und danach mit der Zeit merkt man, die Leute sind nicht mehr so herzlich zueinander. Aber man soll herzlich bleiben, nicht vergessen diese Herzlichkeit und Gastfreundschaft. Wenn jemand kommt, ein Gast, dann sagt man, ja, komm zu mir. Und andere sagt, nein, komm zu mir. Nicht, dass ein Gast kommt und steht in der Gemeinde und weiß nicht, wo er hingehen soll. Diese Gastfreundschaft ist Liebe. Und wir wissen in diesem Kapitel 13, wo Jesus sagte, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand kommt und ich habe ihn gesandt, ihr nehmt auch mich auf. Da hat Jesus in der Tat gezeigt, was Liebe ist. Er hat ja den Jüngern die Füße gewaschen. Er hat etwas getan, was total ungewöhnlich war in jener Zeit. Ja, wir wissen, Petrus hat ja gesagt, ja, niemand mehr wischt mir die Füße waschen. Und er hat es getan, weil er wollte die Liebe so in besonderer Art erweisen. Und ich denke, es ist so wichtig, dass wir das nicht vergessen. Wenn wir noch diesen Vers nehmen, 34, und 35 im gleichen Kapitel steht folgendes. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebet, wie ich euch geliebt habe, auf dass auch ihr einander lieb habt. Dabei wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Wenn wir Liebe zueinander haben, wenn wir gastfreundlich sind, wenn wir bemüht sind, etwas Besonderes auch für die Geschwister zu tun, dann werden es auch die anderen merken, unter diesen Leuten ist es gut zu sein. Sie lieben einander. Sie werden dann auch sich hingezogen fühlen, zu kommen. Ich merke auch, wenn wir so große Feste machen, mit Essen und mit, ja, mit am Tisch sitzen, miteinander Musik machen und so, dann kommen auch mehrere Gäste, weil es gefällt den Menschen, wenn man ihnen was gibt. Und das Geben ist etwas Besonderes. Auch aufnehmen, wenn jemand zu dir kommt, dass er bei dir kommen kann, dass er vielleicht auch Dusche nehmen kann, dass er bei dir übernachten kann, dass er auch gespeist wird. Das alles gehört zu dieser Gastfreundschaft. Aber wisst ihr, es ist noch etwas Besonderes. Wenn du zu jemandem kommst und willst eine Botschaft sagen,
Vielleicht hat dich Gott geschickt, etwas Besonderes sagen, ja, von Jesus, etwas, ja, Wichtiges für die Familie, und einer lädt dich ein, aber hat keine Zeit für dich, wirklich zu sprechen, wirklich das miteinander zu teilen, diese Güte, die wir mit dem Herrn bekommen. Und dann ist es auch nicht, du hast zwar jemand aufgenommen, aber du hast keine Zeit gehabt, mit ihm zu sprechen, mit ihm zu beten, mit ihm zu singen, mit ihm etwas, also diese Gegenwart Jesu erfahren. Weil Jesus sagt, wenn zwei oder drei in meinem Namen sind, da bin ich auch dabei. Ja, wenn wir jemanden aufnehmen, da gibt es so viele Geschichten, wie gerade Fremdlinge kamen in ein Dorf, und dann wussten sie nicht wohin, haben gefragt, wo sind Christen, haben geklopft, und dann wurden sie auch aufgenommen. Und wie, wenn sie nicht aufgenommen waren. Ja, möge der Herr uns diese Gastfreundschaft ins Herz legen. Mögen alle Leute um uns nicht mehr so sein. Es ist nicht mal so üblich, dass man jemanden aufnimmt. Aber wir wollen es tun. Im Namen Jesu. Amen.